Ja, liebe Leute, da sind wir auch wieder da zu einer neuen Episode und wir müssen nach wie vor unseren Kohlezug retten. Und das werden wir mit zwei Lokomotiven machen. Und zwar einerseits mit der Tiger, die wird der Chris steuern. Und ich werde die Brutus steuern. Und die Brutus werden wir jetzt erstmal zurücksetzen, an der Tiger ankoppeln. Und dann fahren wir zurück und werden den Zug retten, wenn man so möchte. Hier, die Kupplung ist frei. Also. Die Weichen sind schon gestellt. Ich fahre nach hinten. Ich schon, okay. Na gut, zieh du Und bei der. raus. Genau. Rein leistungstechnisch ist es ein absoluter Overkill. Wir haben mehr als genug Leistung. Also wird spannend, vor allem mit den Kupplungen. Ich glaube, du musst bei mir vorhin das Gestänge einmal resetten. Okay. Gut. Warte, jetzt gucke ich bei mir. Dort hier alles. Alles bereit? Ja, okay, hier ist alles bereit. Dann würde ich sagen, auf der Bergfahrt werde ich ziehen. Und bei der Talfahrt dann du. Ja, machen wir. Und halt unterstützen, wo notwendig. Und stopp. Na, und das jetzt? Ja, hat glaube ich geklappt. Okay. So, warte, ich gehe jetzt hier rein. Lok bereit? Jo, Bremsen sind gelöst. Gut. Los geht's. Oh, da muss ich ein bisschen kämpfen. Ah, obwohl hier wirklich alles los ist. Ah, ist schon okay. Die Lok ist recht schwer. Funktioniert. Mein Gott, was machst du da für Nebel? Ich hab die Zylinderhähne aufgemacht. Ah, die sehen schon irgendwie nice aus, die zwei Loks da im Konvoi. Ich glaube, ich muss zwischendrin mal kurz anhalten fürs Holz, aber ansonsten sieht es gut aus. Also ich merke schon, dass du da ganz schön schwer bist da vorne. Ja. Ich bin jetzt auf 60% beim Regler. Ah, oh, nicht Gas geben. Lass man dann eh nur noch rollen. Ich bin gespannt, wann die Kupplung reißt. Also wir hoffen ja gar nicht, aber... Ja, das wäre ideal. Das wird passieren. Wir lassen das mal rollen. Ja, beziehungsweise ich bremse mal, weil jetzt geht's nach unten. Oh, und gleich Entgleisung mitten auf der Brücke, das wär's auch noch.
Boah, nee, das ist voll scheiße. Ich habe das schon einmal gehabt und das war so frustrierend, dass ich dann einen Speicherstand wieder geladen habe. Das glaube ich. Das sieht bis jetzt ganz gut aus. Selbst hier vorne die Fahnen, die haben Angst. Ja, ich habe leider keine. Ich bin fahnenlos. Okay, jetzt ist es wieder steil. Mal schauen, was die Lok jetzt macht. Oh wow. Ich bin jetzt mit 100% drin. Jetzt sieht gerade mit voller Kraft. Alter. Aber ich glaube, ich schaffe das. Ja, wir werden schon wieder schneller. Gerade ganz leicht ein bisschen mitgeschoben. Weil ich habe auch Angst, dass hier die Kupplung reißt. Oh ja, also Brutus muss kämpfen. Aber ab jetzt soll es wieder gut gehen, weil da ist die Steigung nicht mehr so heftig. Ich werde es mal ganz kurz anhalten. Ich bremse mal leicht. Ich muss Holz nachlegen. Okay. Ja, ich lege erst nach, wenn wir oben sind. Ja, ich bin schon auf Null gewesen. Warte mal. Okay. Also wenn du jetzt nachlegen willst, dann jetzt. Ansonsten fahre ich wieder. Mache ich jetzt auch gerade. Also nur so ein bisschen, falls wir brauchen. Bereit zur Abfahrt? Ah. Oh, willst du es nicht einsteigen? Doch, jetzt. Okay. Gut, weiter geht's. So, da soll es jetzt eigentlich mal recht schnell gehen. Ich habe das Gefühl, die Unebenheiten auf der Strecke, die sind neu. Also da hat sich auf alle Fälle was verändert mit dem Patch.
Vollschmackis. Das ist ja cheaten, das ist ja mithelfen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir dann auf den Zug voll auffahren. Aber wir sollten eigentlich früh genug sehen. Ja. Das ist irgendwann nach der Holzbrücke. Ich lasse dich dann mal am Anfang alleine ziehen. Einfach nochmal schauen, ob sie schafft, dass sie zwei Lokomotiven ziehen kann plus den ganzen Verband. Und wenn nicht, dann schiebe ich mit. Eine wird auf jeden Fall ziehen können. Mir macht es eigentlich mehr Sorgen, dass bei der ganz hinten dann die Bremse angezogen ist. Ja gut, die können wir lösen, das ist kein Problem. Ich glaube, das erste, was uns passiert, dass die Kupplung reißt zwischen unseren beiden Loks, aber da ist es nicht so tragisch. Bist du auf 100%? Nee, ich war jetzt gerade auf 0. Ich mache jetzt mal 100%. Okay. Ja, schneller wird's nicht. Ich stehe die ganze Zeit vor dem Gas drin. Ich lasse mich jetzt gerade wieder einfach nur mitziehen. Ja, das passt ja auch. Dann sparst du Ressourcen. Ja. Ja, und ich muss eh gleich nachfüllen. Eben hat er interessanterweise irgendwie nicht nachgefüllt. Warum auch immer. Ja, die Hitbox ist nicht gerade ideal. Das habe ich auch schon ein paar Mal jetzt gehabt. Also wenn du ganz genau bist, dann machst du den Deckel auf und das dann reinwerfen. So, gleich sollte man da sein. Ist einfach der gleiche wie bei der Eureka. Das passt irgendwie nicht. Und die Eureka ist die kleinste Lok, die wir hier haben. Und anhalten. Den Baum da vorne werde ich gerade mal entfernen. Ja, mach das. Gut, hätte man das erledigt. Ah, und den da hinten auch gerade. Ja, warte hin. Geh weg. Ah. Ah, shit, ich muss nach unten. Okay, jetzt muss ich erstmal wieder nach oben. Versuch mal. Geh mal nach hinten und dort bei der Brutus die Bremsen lösen.
manuell. Also geh nicht in den F-Führerstand, sondern du musst manuell lösen und dann gehen. Shit. Okay, ja, meint. Dann gehen wir beide wieder rauf. Fuck. Ach ja, der Nachteil an der Brücke. ich bin nicht schuld daran, dass du jetzt auch noch runtergeflogen bist. Aber, das kann ich jetzt gerade mal zum Nachfallen nutzen. Hä? Achso, da bin ich. Es ist schon interessant, dass man durch die komplette Lok durchgeht. Ja, Gott sei Dank. Bremse gelöst? Warte mal, wo... Ne? Was ist vorne denn der Bremshebel drin? Okay, gelöst. Gut, ich zieh dich schon. Was machst du? In deinem Holz rumstehen. Ja, da kannst du jetzt eins... da kannst du eigentlich gleich mal ankoppeln, wenn wir da sind. Das müsste jetzt eh gleich da bei der Brücke sein. Okay, ab jetzt werden wir nur noch rollen. Jetzt geht's nach unten. Aber weißt du was, da bleiben wir jetzt mal ganz kurz stehen. Hier ist da rechts. Kannst du das mal kurz löschen, bitte? Das hier. Ja, den kleinen Damm da. Ich bin schon voll in der Bremse drin, aber du bist einfach, also deine Lok ist einfach viel zu schwer. warte. Nee, lass die Bremse, wie sie ist, das passt schon. Okay. Warte mal, nee, muss ich ja hier. So. Erdarbeiten sind das, ne? Ja. Okay. Gut, weiter geht's. Und da hinten ist auch schon der Zug zum Retten. Ich mach jetzt mal langsam, damit du die Kupplungen vorbereiten kannst. Warte, bleib nochmal stehen. Moment. Auch wenn du in der Bremse drin bist? Ich bin 100%. Er braucht einfach. Es ist einfach zu schwer. Jetzt. Also beim Tiger, lass die Bremse auf 0. Du musst einfach die Kupplung hinter mir anpassen. So, warte mal. Komm. Bremse ist angezogen. Und sobald wir angekoppelt sind, musst du bei der Lok ganz hinten die Bremsen manuell lösen. Mhm. Warte. Also kann ich ranfahren oder soll ich davor anhalten? Kannst ranfahren.
Na, hat glaube ich nicht funktioniert. Ich gehe nochmal. Kannst du nochmal vor? Ja, ich probier's. Ja, gut, stopp. So, jetzt langsam zurück. Stopp. Weiß ich jetzt nicht. Okay, versuch mal nach vorne zu ziehen. Ich weiß nicht, ob sie drin sind. Nee, sieht nicht so aus. Warte. Ja, sonst übernimm du mal die Brutus. Ich mach mal das Koppeln. Warte. Na, gehst. Mal weg. Nee, nee, also hier darf nichts drin sein, links. Ja, weil das ist ja rechts schon voll. Du hast jetzt da zum Beispiel den Ring drin. Ja, der Ring. Jetzt ist frei. Ah. Okay. Ja, so war es gerade. Also, ich gehe nochmal zurück und du machst dann. Bist dann weg. Oh, okay. Wir machen weiter. So. Ja, komm erstmal zurück. Also mit der Lok zurück, meine ich. Gut, ist gekoppelt. Okay, das hat. Kannst du mir versuchen, nach vorn zu fahren? Ja, warte. Also ich glaube, weit wirst du nicht kommen mit der Last, aber trotzdem. Ja, die Wagen kommen mit. Gut, kannst schon wieder lassen. Ich werde mal bei der hintersten Lok die Bremsen lösen. Gut, ich gehe wieder vorne auf die Tiger. Komm. Bremsen hat gelöst. Okay. Also das ganze Gewicht hängt jetzt bei den zwei Loks vorn. Hast du alle Bremsen kontrolliert? Wenn du die vorne an dem Wagen losgemacht hast, dann dürften sie alle gelöst sein. Okay. Ich werde hier nochmal ein bisschen Holz nachlegen. Ja, ich auch gerade nochmal. Okay, ich brauche zwar Wasser, aber grundsätzlich bin ich fahrbereit. So, gut. Dann schleppen wir die jetzt runter ins Tal. Genau. Du gibst schon mal Gas und du sollst die Bremsen lösen und ich mach's danach. Ja, yeah, wir fangen mal erstmal sachte an. Ich bin jetzt bei 42. Gut, Bremsen gelöst bei dir? So, und Bremse gelöst. Gib mir Gas. Nee, ich roll noch. Ich bin noch in der Bremse drin. Ja. 60. Okay, ich gebe mit Gas. 77. Oh, okay, ich gehe jetzt auf. Ich muss auf 100. Halt. Ich bin auch auf 100. Stopp, okay. Ja. So, warte jetzt nochmal. Halt. Okay, Regler ist bei mir 100. Ich bin jetzt auf. Ja, bin ich jetzt auch. Kommen wir vorwärts? Willkommen. Ja. Ich gehe runter auf. Auf 13. Mhm. Du machst den Hauptschub, ich tue nur unterstützen. Ja. Bin jetzt auf 10% Schub. Ja. Ich bleibe jetzt gerade noch ein bisschen auf 100, soweit das hier berghoch geht. Ich gehe mal wieder runter vom Gas. Lass mich ziehen. Werd nicht so schnell, ne? So, müssen wir kurz ein bisschen rollen. Gut, 36. Also ich gebe erstmal kein Gas. Du sagst mir einfach, wenn du Gas brauchst von hinten. Ja, alles gut. So, hier geht es jetzt bergab. Ja, da umgekehrt. Also wenn du Bremspower brauchst, dann bremse ich mit. Ja, naja, sieht aber gut aus. Ich bin jetzt bei 34 und Geschwindigkeit ist okay. Bisschen weniger. Also da kannst du schon ein bisschen schneller.
wieder. Ist eigentlich ganz gut, dass ich da nichts mache, weil da verbrauche ich kein Wasser. Ja, doch. Ein gutes Gewicht, was man da jetzt gerade zieht. Auch wenn es gar nicht mal so viele Wagen sind. Na gut, das ist Kohle. Ja, wobei Kohle ist ja gar nicht mal so schwer. Aber die Leerwagen haben uns mehr Probleme bereitet. Ja. Ja gut, die bringen ja auch kein Gewicht auf die Schienen. Wir müssen aufpassen jetzt bei dem Zug, die Lok da hinten hat das Äquivalent von 6 bis 7 Wagen, was dahinter noch hängen würde, rein vom Gewicht her. Okay, das heißt, wir müssen etwas vorsichtiger auch fahren. Ja, also die Geschwindigkeit, so wie es jetzt gerade ist, ist okay. Soll einfach nicht schneller werden. Ich lasse gerade nur rollen. Das funktioniert jetzt ganz gut. Die Feuertemperatur und Fuel ist bei mir noch okay. Ich will noch nichts machen. Ist bei mir auch noch alles in Ordnung. Jetzt geht's wieder bergab. 23. Ein bisschen mehr. Aber es sieht ganz gut aus. Ich mache mal an das Mikrofon. Wenn wir dann unten am Sägewerk sind, müssen wir bitte aufs Umfahrungsgleis reinfahren und dann auf die neue Strecke fahren Richtung Metall. Na, wie heißt's? Das war nicht die Schmelze. Doch, zur Metallverarbeitung müssen wir dann fahren. Eine ganz neue Strecke. Das ist dann quasi okay. Übers Gleisdreieck hinaus, aber dass wir halt links weiterfahren. Du machst das dann schon. Ja, also ich tue dich delegieren, weil du bist ja der erste Lok. Und dann müssen wir den ganzen Geschmiss wieder retour fahren. Auf die Mine da.
das Gewicht, das schiebt ganz schön. Man muss nur sagen, wenn ich bremsen soll, ne? Ah, alles gut. Bis jetzt haben wir noch alles dran. Alles dran, nichts entgleist. Die Lok, die macht auch ganz gut mit. Und ist auch einer der stärksten. Also die, was du hast. Jetzt kann ich schon wieder erstmal noch. Ja, und die Kupplung ist noch nicht gerissen. Ja, ist erstaunlich. Gut. Ich habe jetzt auch noch keinen großen Punkt, also jetzt gerade, wo sie hätte reißen können. Ich bin überrascht auch mit dem FPS, das ist weites. Oh, bremst mal, bei mir zittern die Wagen. Ja, ich bremse hier schon. Ist wieder gut. So, Bremsen sind komplett gelöst. Okay, jetzt wird's am steilsten und dann geht's wieder nach oben. Spätestens da, glaube ich, schafft sie doch nicht mehr. Mal schauen. Ich bin jetzt bei 0% Fuel. Ich bin jetzt gerade nur noch auf den Dämpfen unterwegs. Bei der Feuertemperatur. Bin noch bei 350. Ich habe noch 15, 4, nein, 13 sind es. 13 sind es jetzt. Sollte noch gehen. So, Bremse auf 43. Ja, ich glaube, da magst du mehr bremsen. Der wird jetzt ordentlich drücken. Ich bin jetzt auf 60. Doch mehr. So, 77. Macht es aber ganz gut mit. Wagen sind okay. Alles noch da. Ich glaube, da kann es auch wieder gehen lassen. Kevin mit. Achtung, nicht so schnell. Okay. Die Lok ist über die Kurve drüber. Mit 20% schiebe ich jetzt mal. Und ich höre wieder auf. Okay, ich war jetzt auch gerade nur noch auf Dämpfen. Sollte aber eigentlich passen.
Also bei der Weiche, wo wir eh anhalten müssen, da wo ich die Umfahrung gemacht habe, davor bleiben wir mal stehen und dann werden wir noch mal kurz einen Refill machen. Da wird man kurz nicht so schnell, dass der ganze Zug über die Weiche drüber ist. Okay, alles gut. Wir sind drüber. Sprich, das ist ab jetzt gesehen die zweite Weiche. Ich glaube, die müssen wir aber auch schon umlegen, oder? Die erste noch nicht, weil das erste Umgehungsgleis ist belegt. Wir müssen übers zweite fahren. So, also ja, stimmt, da war ja was. Aber vor der zweiten anhalten. Okay, dann bremse ich mal gerade ein. Kannst in der Lok, wobei da kannst du schon mal nachfüllen, ich werde die Weiche umlegen. Gut, die passt. Ich werde nochmal einfeuern und dann kannst du schon mal, wenn ich das gemacht habe, losfahren und werde noch die anderen Weichen stellen, ein bisschen umlegen. So, Feuer. Ja. Gut, kannst losfahren. Ja, ich muss mir gerade hier nochmal nachlegen. Ja, ja, wenn du bereit bist. Also ich lege die anderen Weichen erstmal. So, das ist dann dieses Gleis hier. Und dann werden wir auf dem Zug raufgehen, so wie er vorbeifährt. Das ist schon wichtig. Aber die Bremse bei Brutus ist gelöst, ne? Nein, die könnte noch angelegt sein. Entschuldigung, das habe ich übersehen. Ja, geh ich mal. Das ist richtig. Okay, alle Weichen sind richtig gelegt. Du kannst ins Gleisdreieck reinfahren. Und ich gehe schon mal weiter im Gleisdreieck. Und werde die Weichen nach dem Dreieck richtig legen. Ja, die zum Beispiel ist hier falsch. Auch interessant, ich sehe die Lok gerade nicht. Das ist heftig hier. Du also siehst die Lok nicht. Ja, jetzt alles gut. Ich sehe sie wieder. Ich krieche mal hier so durch. Okay, also... Diese Unebenheiten hier, liebe Leute, müssen wir anpassen. Also gerade der Knick hier, das ist mehr. Und das da unten ist auch mehr. Da müssen wir mit dem Damm arbeiten, dass wir hier sanft reinfahren. Das Problem ist halt, dass die Weichen halt immer gerade sind. Also ich bin mal gespannt, wie ich das neu machen könnte hier. Spannend, spannend, spannend. Ich glaube, die Weiche müsste hier weiter oben sein, damit ich in dem Gefälle hier weitermachen kann. Aber so kann ich das nicht lassen. Mit dem Knick, liebe Leute.
Gut, warten wir mal, bis der Chris hier ist. Das sollst du eigentlich hier schaffen mit deiner Lok. Vielleicht muss ich ihn da dann unterstützen. Oh, da ist er ja schon. Chris, pfeif mal für uns. Der schwere Kohle zu. Mit drei Loks. Ja, wobei eine davon nur Todesgewicht ist. Ja, stimmt schon. Aber es sieht irgendwie sexy aus, wenn bei beiden Loks das Triebgestänge so synchron läuft. Und da ist die Brutus und da gehen wir wieder rein. So, bist du wieder drauf? Ja. Gut, dann gebe ich mal Schub. Nicht ganz so ruckartig. Ich helfe dir mal. Ja, alles gut, warte. Ich muss jetzt nur den richtigen Punkt finden. Gut. Die nächste Weiche sollte nach rechts gehen. Wenn nicht, dann müssen wir davor ja. Nochmal anhalten. Ah, das ist falsch. Ja, davor nochmal anhalten. Machst du? Ah, warte. So. Eben eingebremst. Na gut, hätte ein bisschen näher dran sein können, aber egal. Okay. Die nächste Strecke ist eine Schnellfahrstrecke. Das weitestgehend grad. Also da kannst du nach dieser Kurve Vollgummi geben. Weil jetzt sind wir quasi im Flachland und da passiert gar nicht mehr so viel. Und die Lok ist über der Weiche, kannst unbeschränkt fahren. Mal spaßeshalber mit unterstützen. Aber er macht eh keinen Unterschied. Nicht so wirklich. Ey, ich lass dich mal fahren, weil du hast den schöneren Sound und meine Lok. Manchmal den Anschein, dass besser entgleist. Zumindest vom Kuhfinger aus. Dark Wolf, hey, ist das für euch? Wie weit sind das? Ist das für uns ist. Ich war ein bisschen verwirrt. Aber Chris, du siehst, hat ein, zwei Kurven drin, aber ansonsten ist es eigentlich gerade. Gibt es auch keine große Steigung hier drin. Das geht vermutlich noch so 2-3 Kilometer so. Gefällt euch das Spiel? Ja, also mir schon. Chris, wie ist es bei dir? Ja, doch. Also tut's, ne?
Also das Recap, der Chris ist in der Lok da vorne hier drin. Ich bin bei der Brutus, der Nummer 6, mache aber gerade gar nichts. Ich lasse mich einfach ziehen. Und wenn es braucht, dann gebe ich mal Gas. Ansonsten haben wir hier den Kohlewagen. Und hinten drin haben wir noch eine Lok. Die ist zwar sehr stark, aber extrem langsam. Jetzt haben wir uns entschlossen, dass wir den Zug quasi hier abschleppen. Ich muss sagen, da im Land ist es ein bisschen langweilig zu fahren, weil das de facto nur gerade ein paar Kurven. Da macht das Bergfahren ein bisschen mehr Spaß. Und macht mehr Skill, dass man dann einen langen Zug da irgendwie rauf oder runter bringt. Das Runterbringen ist tatsächlich schwieriger, als wir das raufbringen. Vor allem, wenn man da mit den Kopf drauf stand und nur das. Der Haken nicht reißt. Ja. Beim Runterfahren, ja. Also du bremst zu stark oder gibst zu schnell Gas und dann ist vorbei. Ja. Oh, wir fahren links, okay. Okay, der Kohlenladepunkt ist der zweite Punkt. Also erstmal bleib davor mal kurz stehen und ich werde dich delegieren zum Entladen. Zweite Punkt. Achso, da vorne dann. Genau, also zuerst hier das Roheisen und dann kommt die Kohle. Mach mal kurz einen Fullstop, weil ich werde die Bremse reinhalten, sobald ich rausgehe. Und werde es gerade wieder lösen. Gut, kannst wieder fahren. Nach 50. Oh, wir kriechen nach vorne. Ja, komm zurück noch weiter. Nee, vor weiter. Also nicht bremsen, ich sag's ja schon, Ben. Ich rolle nur. Alles gut. Ja, halbe Wagenlänge. Warte. So. Ist gut. Der wird natürlich wieder nicht entladen. Okay, jetzt passt es. Jo, kannst du wieder Gas geben. 3 Wagenlängen. Vor dir bei der Weich muss ich schauen, dass du nach rechts fährst. Nicht geradeaus. Nach rechts, ja, sieht gut aus.
Nehmen wir weiter. Und bremsen. Oh shit. Ja. Gut, das war der erste Wagen. Na komm, entlad bitte. Ach komm jetzt. Die Entlademechanik, bitte, komm. Jetzt. Okay, jetzt haben wir die drei. So, dann. Jetzt müssen wir noch auf die warten. Okay, kannst du wieder vorziehen. Ich sag dir Bescheid. Langsam. Und stopp. Punktlandung. Perfekt. Gut. Ah. Komm, jetzt lade ich mal. Technik. Gut. Okay. Nee, das ist nicht okay. Das bitte endgültig entladen hier. Jetzt macht das. Perfekt. Okay, mal kontrollieren. Da ist alles leer. Wir haben jetzt 110 Kohle hier drin. Und auf der anderen Seite 59 Roheisen. Okay, also da könnte man noch ein bisschen was machen. Aber das war's für die Episode. Liebe Leute, damit werden wir uns auch erstmal verabschieden von diesem Stream. Chris und ich bringen den Zug wieder rauf zur Mine und machen alles wieder vom Anfang. Und dann sehen wir uns bald schon wieder. Oder besser gesagt, morgen Abend bei Furry FM zu Unraid auf einem anderen Twitch-Kanal. twitch.tv/furryfm. Und dann spielen wir Unraid und da ist auch der Galax mit dabei. Also, bis denn dann. Das war's hier mit dem Stream. Tschüss.